Mit unserem Schnäppchen des Monats geht's jetzt weiter, liebe Zuschauer. Und es ist gut und richtig, dass Sie genau an dieser Stelle eingeschaltet haben. Auch wenn es tagsüber vielleicht noch nicht unbedingt gerade so winterlich ist von den Temperaturen her, ist es doch morgens und auch in den Abendstunden schon richtig frisch geworden, oder? Und das wird noch schlimmer werden, warten Sie ab. Wenn wir erstmal so in der zweiten Novemberhälfte angekommen sind oder im Dezember, im Januar, da wird es richtig biestig kalt. Und was ist das Schlimmste im Winter? Genau, kalte Füße. Und genau dagegen haben wir jetzt etwas. Jana ist mit dabei, Jana, und ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt einen Artikel, der nicht nur Kati, sondern auch dir sehr, sehr gut gefällt, im Allgemeinen unserer Pearl-Belegschaft. Denn damit sind kalte Füße im Winter definitiv passé, ne? Absolut, du hast es schon richtig gesagt, Carsten. Wir haben immer das Problem mit den kalten Füßen im Winter. Dieses Jahr werde ich dieses Problem definitiv nicht haben, denn wir haben beheizbare Kniestrümpfe im Programm. Die sind ganz, ganz toll. Ich möchte die auch gleich mal zeigen. Ich konnte das selber nicht glauben, dass es Strümpfe gibt, die beheizbar sind. Aber diese Strümpfe lassen sich auf 49 Grad beheizen. Oh, das war richtig angenehm. Nicht so heiß, ist das der Wahnsinn? Trotzdem richtig angenehm, schön muckelig warm. Die sind ganz schön muckelig warm. Die bestehen aus 70% Acryl und 30% Wolle. Und die sind sehr, sehr angenehm. Und man merkt überhaupt nicht, dass hier wohl irgendetwas drin sein könnte, was die beheizt. Man sieht es nur hier an diesem kleinen Batteriepäckchen. Ja. Denn hier kann man dann die Kniestrümpfe ein- und ausschalten. Ja, ich mach's also ganz, jetzt mal ganz an. Einfach zu bedienen. Ein einziger Knopf, an oder aus, das kriegt man hin. Das Schöne ist, dass diese Batterien ausgesprochen langlebig sind. Das heißt also hier, die Heizung quasi der Socke nicht wirklich viel Energie verbraucht. Insofern wird man auch mit einem Batteriesatz sehr, sehr lange kommen. Aber das ist doch eine tolle Möglichkeit. Ganz egal, ob man jetzt mal mit dem Hund Gassi geht oder von mir aus auch mal einen längeren Spaziergang macht bei der Kälte. Damit sind doch kalte Füße passé. Oder gerade auch ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ist doch damit Spitzenklasse. Genau das ist es. Ja. Und dann haben ganz viele zu mir gesagt, ja, aber dann kannst du doch gar keine Stiefel mehr anziehen oder dann kannst du doch gar keine Hose mehr anziehen. Ja. Deswegen, ich hoffe, Sie entschuldigen das, habe ich meine Straßenschuhe mitgebracht. Das sind die Schuhe, die mich immer über den Winter bringen. Aha. Und die sind jetzt auch total in, die haben ganz, ganz viele. Ja. Und da sieht man, dass das Batteriefach auf jeden Fall viel, viel höher sitzt. Mhm. Ich habe sehr gerne Wollkleider an im Winter. Ja. Das heißt, ich habe hier vielleicht noch eine Strumpfhose drunter und habe dann meine beheizbaren Strümpfe und habe dann einfach ein Wollkleid drüber und kann so trotzdem meine Straßenschuhe anziehen und habe wahnsinnig warme Füße. Oh, das sieht dann auch richtig klasse aus. Super finde ich, dass wir hier von Kniestrümpfen sprechen. Das heißt, die hören also kurz vor der Kniekehle auf. Das heißt, du hast nicht nur warme Füße, auch deine Waden sind gleichzeitig mit warm. Und das kennt man, wenn man mal eine Stunde oder zwei am Weihnachtsmarkt stand oder mal eine Schneeballschlacht mit den Kindern machen wollte. Die Kälte, die krabbelt dir immer von unten durch die Sohle ins Hosenbein rein. Und das ist damit definitiv dann passé. Angenehm. Wie tragen Sie sich? Schneiden Sie irgendwo ein? Überhaupt nicht. Sie haben hier so ganz flexible Bündchen. Also die sind hier überhaupt nicht. Ah, hier sieht man es auch im Zuspieler. Genau. Die haben hier so ganz schöne Bündchen. Die liegen ganz, ganz schön an. Die rutschen nicht, was ich bei Kniestrümpfen auch ganz, ganz wichtig finde, dass die nicht sofort runterrutschen. Die sitzen hier wirklich ganz gut. Hier unsere Sabine zum Beispiel hat es auf einer Liege zu Hause an, einfach über der Hose drüber. Ne? Zu Hause hat man das ja auch oft, wenn man dann auf der Couch liegt und dann, ach, alles ist gut, aber die Füße sind kalt. Ja, meine Frau sagt immer, hau ab mit deinen Froschfüßen. Genau. Ja, komm wieder, wenn du sie angewärmt hast. Ja, ja. Genau, so ist das. Mhm. Jetzt kannst du die Kniestrümpfe anziehen, Carsten, und dann hast du keine Froschfüße mehr. Ja, genau das ist der Punkt. Gehen. Es ist ein Unisex-Modell, liebe Zuschauer, was wir Ihnen in drei verschiedenen Größen anbieten möchten. Wir haben einmal die Größen 35 bis 38, wir haben die Größe 39 bis 42 und wir haben natürlich auch die Größe 43 bis 46. Die entsprechenden Bestellnummern sehen Sie dazu gerade in unserer Grafik eingeblendet. Die sind übrigens absolut größenecht. Das heißt, wenn Sie also jetzt, wie in meinem Fall, von mir ist eine 42 tragen, können Sie ruhig die 39 bis 42 wählen. Jetzt haben wir natürlich gerade auch etwas gesehen, was ich wirklich fantastisch finde. Meine Frau liebt es. Ich habe mir vor zwei, drei Wochen auch mal ein paar mitgenommen, weil meine Frau das gesehen hat und sagte, die brauche ich definitiv. Wir haben einen Fliesenboden zu Hause. Meine Frau hat auch immer kalte Füße. Ja. Die trägt sie abends auf dem Sofa. Also nicht nur für außen, die sondern auch für das Sofa. Wirklich jeder im Winter. Ja. Ich bin so glücklich, dass es das gibt und dass es diese Lösung jetzt gibt, dass wir endlich keine kalten Füße mehr haben. Wenn man kalte Füße hat, denkt man sofort, oh, 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 die Erkältung kommt. Ja, es fängt immer bei den Füßen an. Und hier, liebe Zuschauer, haben wir für 14,16 € die optimale Lösung, dass sie toll durch den Winter kommen und garantiert keine kalten Füße mehr haben. Sie werden es lieben. Greifen Sie da auf jeden Fall zu, liebe Zuschauer. Und viel Freude. Kommen Sie gut durch den Winter.